Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Tag gestartet, beziehungsweise durch diesen Tag gekommen. Ich bin zurück mit einem neuen YouTube-Video und wie ihr sehen könnt, mit endlich dem fertigen Setup. Ich habe einen neuen Bildschirm, Tastatur, Maus. Alles hat geklappt, es ist vollendet und ich bin extrem happy. Ich habe heute tatsächlich alles, also erst seit gestern habe ich alles und heute ist der erste Vormittag, wo ich Check-ins mit diesem Setup mache und ich bin sehr happy. Ich bin sehr, sehr happy, aber um das geht es nicht in diesem Video. Ja, es wird kein Office-Walkthrough, sondern es gibt heute einen Day in the Life, beziehungsweise es gibt eine Leg-Session. Ich habe ja meine Weisheitszahn-OP gehabt am Montag, heute ist Freitag und das heißt, das ist jetzt der fünfte Tag danach, ja, und heute geht's back into the gym. Und das nicht einfach irgendwie, sondern Lara und ihre Schwester Anna kommen tatsächlich nach Wien für ein paar Tage und werden heute gemeinsam Legs ballern. Und ich werde das mitfilmen natürlich. Wir werden ein bisschen später trainieren, deswegen nehme ich euch noch ein bisschen durch den Tag mit. Heute steht eigentlich nur Arbeit an, es steht später noch ein Podcast an, es steht Friseur an. Und dementsprechend ist der Tag eh gut voll und ich bin gespannt, wie ich darauf reagiere, wieder mal ein bisschen später zu trainieren. Ja, nach 3 Meals anstatt nach 2. Wird wahrscheinlich nicht so einen riesen Unterschied machen, aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall Weisheitszahn-OP sehr, sehr gut überstanden. Ja, also grundsätzlich wirklich fast keine Schmerzen, also ein bisschen. Jetzt auch bei der Wundheilung hat man es so ein bisschen gespürt. Jetzt diese Nacht so ein bisschen meh, aber ansonsten wirklich, wirklich happy. Und alles gut geklappt. Also bin guter Dinge, dass ich heute auch entsprechend wieder einsteigen kann. Kann auch relativ normal essen, muss halt noch ein bisschen aufpassen mit harten Sachen und so weiter. Aber Porridge, Reisbrei und solche Dinge gehen eh ohne Probleme. Und dementsprechend bin ich more than happy. Ja. Ich habe jetzt schon die meisten Check-ins durch, ich habe nachher noch 2, werde jetzt aber erstmal mein erstes Meal genießen und euch das vielleicht kurz zeigen. Aber ihr kennt die Meals eh schon ein bisschen, ja, weil ich habe obviously im letzten Video ein Full Day of Eating gemacht. Und dementsprechend werde ich da jetzt nicht allzu viele Insights geben. Ja. Aber stay tuned, genießt das Video, genießt die Leg-Session dann. Ja. Wird sicher eine sehr, sehr geile Session. Ich werde heute die Volume machen, aber ja, im Rahmen zu halten ist immer ein bisschen schwierig, wenn man mich kennt. Ja. Aber es wird schon gut. Ja. Ich werde auf jeden Fall vorsichtig sein und will jetzt da nichts riskieren. Ja. Gut, wir sehen uns im nächsten Clip und enjoy das Video. So, da sind wir mit 70 Gramm Oats, 50 Gramm Whey, 50 Gramm Apfelmus, 50 Gramm Banane, ja, und einem Milchbrötchen mit 10 Gramm Nutella, weil man muss sich ja was gönnen vor der Prep. Ja. Na, ich denke, Lebensmittelauswahl jetzt vor der Prep so ein paar Dinge noch einbauen, ja, die man gut verträgt und einfach in der Prep dann eh nicht mehr essen wird, sehe ich das sehr sinnvoll an. Ja. Einfach um so ein bisschen die Cravings zu stillen. Muss jetzt aber auch nicht in den Extremen landen, ja, also bitte, verstehe mich nicht falsch. Auf jeden Fall werde ich das jetzt essen, danach noch die restliche Arbeit für den Moment machen und dann kurz einkaufen gehen und dann ist dann wahrscheinlich auch schon Podcast-Time, werde vielleicht ein bisschen was mitfilmen. Wir werden heute über das Thema Prep reden, also so eine Art Prep-Q&A, wie startet man in die Prep? Wie startet man in die Prep? Was ist wichtig? Was sollte man beachten? Welche Parameter sind relevant dahingehend? Ja. Und dementsprechend stay tuned, wird dann bei Alex Podcast, Alex Krump, released. Und ja, Mahlzeit. So, Podcast ist durch. Ich werde jetzt einen kleinen schnellen Snack essen. Und zwar habe ich mir einfach 2 Laugenstangen gekauft und ein bisschen Schinken. Ja, that's pretty much it. Aber das geht eh gut. Keine Reiswaffeln, weil, ja, Reiswaffeln kritisch mit dem Zahn und so. Danach geht's zum Friseur. Es ist ein katastrophales Wetter, ja. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich nicht allzu nass werde. Auf jeden Fall catch ich euch wahrscheinlich mit fresher, neuer Frisur im nächsten Clip, weil ich nehme die Kamera nicht mit nachher. Und dann nehme ich euch noch ein bisschen durch den Tag mit. Und nach diesem Meal gibt's dann schon mal Pre-Workout-Meal um irgendwie 15 Uhr oder so. Und dann gegen 16.30 Uhr geht's ins Gym, ja. Ich freue mich drauf und wir sehen uns mit freshem Haircut im nächsten Clip. So, wie ihr sehen könnt, bin ich zurück vom Friseur, ja, mit freshem Haircut, stabil eigentlich. Und es ist jetzt kurz nach 14 Uhr, ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten und dann esse ich mein Pre-Meal, ja. Und ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin heute einfach aus dem Nix extrem müde geworden und habe Kopfschmerzen. Das ist nicht so geil, aber das muss noch weggehen, weil es steht ein Bein an, ja, stehen Beine an. Und das ist wichtig, ja. Gut, ansonsten gibt es eigentlich nicht allzu viel zu berichten. Ich nehme euch mit zum Pre-Meal und dann geht es dann auch schon ab ins Gym und dann wird eh der spannende Teil des Videos kommen. Also stay tuned und wir sehen uns nachher. So, ich habe es natürlich wieder mal verkackt mit dem Pre-Workout-Meal aufnehmen. Ja, es waren auf jeden Fall 75 Gramm Reisbrei, 50 Gramm Whey,
50 Gramm Banane und 10 Gramm dunkle Schokolade. Das erste Mal seit der OP wieder dunkle Schokolade gegessen. Geschmolzen geht eh klar. Und ich fühle mich ein bisschen fresher als vorher, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, das geht jetzt noch mehr bergauf. Ja. Aber Kopfschmerzen sind besser und fühle mich einfach irgendwie vitaler. Weil ich weiß nicht, woher das kam. Das war einfach so ein Einbruch. Ja. Morgens war eh alles gut. Ich habe so gedacht, heute, ey, ich fühle mich fresh. Deload hat wirklich gut getan und dann kam so ein Breakdown. I don't know, was es ist. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es jetzt komplett weggeht und dass ich dann entsprechend in der Session trotzdem performen kann. Ich werde sehr langsam angehen oder einigermaßen langsam, ja, und einfach nicht deppert sein. Das ist das Ziel. Auf jeden Fall heute steht Legs an, und zwar die Session mit RDL. Ja. Ich werde heute ein Working Set pro Übung machen, keine Intensifiers, kein Überhype. Ja. Bei den schweren Movements, also eigentlich nur beim RDL und bei der Schnelle Press, wo ich normalerweise eh auch nur einen Satz habe, werde ich wahrscheinlich das Gewicht ein bisschen droppen, ja, und tendenziell einfach ein bisschen entspannter reinsteigen, ja, wegen Anpassung erstens, ja, also weil wir uns einfach wieder anpassen müssen an das Ganze und andererseits natürlich auch, weil die OP war und ich jetzt einfach nichts riskieren will entsprechend, ja. Aber schauen wir mal, was passiert. Und ich freue mich auf die Session, freue mich auf die Session mit Lara und Anna. Bin sehr gespannt. Wir trainieren zu einer Zeit, bei der ich es mir überhaupt nicht gewöhnt bin zu trainieren, weil es ist jetzt kurz nach 16 Uhr, glaube ich. Und normalerweise trainiere ich um 13.30 Uhr so. Ja. Aber das wird schon passen. Das wird schon passen. Ich hoffe, es wird nicht 8 Uhr, bis wir fertig sind. Das wäre Arsch, weil ich muss noch ein paar Calories reinbekommen. Aber im Das Anabol gibt es immer Anabole Bowls. Ja, und dementsprechend sind die Gains auch dahingehend gesaved. Gut, wir sehen uns im Gym, nehme ich durch die Session mit und bis dann. Onto the Hinge, also ein Satz hier. Ich werde auf 200 gehen, nicht 210 wie letzte Woche. Jetzt fängt meine Musik an, perfekt. Einfach aus dem Grund Intro, ja. Aber ich werde heute eh nicht allzu viel labern. Leg Press sind schon durch, ein Satz gemacht. Jetzt Hinge, dann Leg Press, Hex Squat, Leg Extension, Adduktoren, that's it. Ja, heute wirklich entspannt und es ist auch schon 18.30 Uhr. Komplettiere, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so spät trainiert habe. Ja, let's do it. Thank you.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wie ihr seht, ist es der nächste Tag. Ja? Ich habe es gestern einfach nicht mehr gepackt, irgendwas zu sagen. Ich war so müde. Also Learning für mich, um diese Zeit zu trainieren, ist nicht mehr meins, vor allem wenn man um 5.30 Uhr aufsteht. Ja? Also das war wirklich nicht... Also die Trainingssession an sich war eigentlich ganz gut, muss man dazu sagen. Wir haben nach der Hack noch Leg Extensions und Adduktoren gemacht, also war dann eh bald fertig. Und danach eine stabile Anabole Bowl gegessen. Ja? Galopin Intake, Meal Timing war an dem Tag auch ein bisschen geschissen, aber ging eh klar. Von dem her, Verdauung hat mitgespielt und alles passt. Ja? Ich denke, wenn man da smarte Food Choices trifft, dann funktioniert es eh. Ja. Na, aber wie gesagt, für mich ein Learning, diese Zeit, nicht meine Trainingszeit, aber es ist schön, dass Anna und Lara da sind und deswegen kann man auch mal eine Ausnahme machen und es war sehr, sehr geil, ja, hat Spaß gemacht und auch wenn ich vielleicht im Video nicht so rüberkam, ich hatte Spaß, ja, auch wenn ich sehr müde war. Ja. Auf jeden Fall, so ein Routinenmensch bin ich, ja, das ist crazy, es ist wirklich crazy. Ich fühle mich dann schon so überfordert. Also da muss ich auch noch besser werden. Ich habe auch einige Stellen, wo ich auf jeden Fall noch Improvements machen kann. Ja, aber darum geht's. Get better. Ja, das ist die Devise. Auf jeden Fall wollte ich dieses Video an dieser Stelle abwrappen. Ja, es gibt, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen zu dem Ganzen. Ich habe euch diesen Tag mitgenommen. Ich habe euch die Lexischen einigermaßen gezeigt. Und allzu viel Value wird es jetzt nicht mehr geben. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Gebt's Gas und bleibt stabil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.